Jö, dann müssten wir zuallererst zu einem Kräuterhändler, würde ich sagen. Was sagt die Karte? Hier dürften wir uns ja recht frei bewegen können. Im Gegensatz zu Lowang, wo wir immer über irgendwelche Brücken rüber mussten und Wegzoll zahlen und was es da alles gab. Kräuterhändler war hier unten. Oder auch nicht mit frei bewegen. Stimmt, da war was. Man musste erstmal durch das Stadttor durch. Wird wahrscheinlich wegen ihm hier gewesen sein, wenn er denn noch da ist. Nö, ist weg. Gut so, dem hätte ich eine verpasst, wenn er noch da gewesen wäre. Also, rein. Jetzt auf die Karte. Und dahin. Westen ist der Eingang und wir hätten gerne kaufen. Ein Wirselkraut für 9 Dukaten. Aber wir haben noch ein bisschen was. Und wir sollten auf jeden Fall ein paar davon auf Vorrat kaufen. Denn Frostschäden treten ja recht häufig auf. Und wir brauchen das Wirselkraut eh, um unsere Leute zu heilen. Also gut, es wird jetzt teuer werden, aber da müssen wir durch. 10 Stück. Was brauchten wir noch? Ich glaube, wir brauchten, glaube ich, noch ein Belmatblatt, mindestens auf Vorrat. Für die anderen Krankheiten. Also ja, lieber 2. Aber ich glaube, dann wären wir schon an unserem Limit dran. Ja, da hätten wir doch genau 10 Dukaten über. Gibt es hier vielleicht noch ein Antikrankheitselixier für die ganz harten Sachen? Mutelixier, Int. Super Heiltrank, Schurigenknollengift. Nee, sieht nicht so aus. Angstgestarker Heiltrank, Zaubertrank. Nö, schade. Aber na gut, dann muss das erstmal reichen. Ja, ich hätte auch noch gerne Goldmundblätter und ich hätte noch gerne dies und jenes und überhaupt Zaubertränke. Aber dafür brauchen wir jetzt mehr Geld. So, Gwendolyn, tu dein Bestes. 16%. Oh, ist okay. Mal eben 20 Dukaten gespart, knapp. Jetzt drücken wir die Kräuter. Alle Jalle in der Hand. Auch wenn sie nicht wirklich viel Platz hat. Der Krötenschemel kann ja nicht verkauft werden. Du, tauschen mit. Nee, wo ist der Krötenschemel? Da ist der Krötenschemel. Also ja, die beiden Sachen können weg. Wo wir hier sind, können wir das auch gleich machen. Und danach können wir zum Waffenhändler und die Waffen verkaufen, die wir gerade bekommen haben. Also, verkaufen. Gerugon. Ich sagte Gerugon. Oh, die sind ja auch schon mal was wert. Sehr gut. Gwendolyn. 21%. So, raus. Raus. Und zum Waffenhändler. Die war hier. Gibt es eigentlich auch männliche Waffenhändler? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube nicht. Ah, doch, stimmt, dieser kleine hunzelige Mann. Den haben wir auch schon mal gesehen auf dem Marktplatz. So, verkaufen. Mürrim. Ja, Mürrim hat die ganzen. Oh, sehr schön. 50 Dukaten. Wenn ich das alles mal richtig angelegt bekomme. Was noch? Oh, hier sind noch 2. Sehr gut. Also, Georgon hat eine Waffe. Tirik hat eine Waffe. Talana braucht keine Waffe. Gwendolyn hat ihre Waffe und ihr Schild. Alle haben Pfeile. Wir haben Kettenzeug. Wir bräuchten eventuell noch Schuppenpanzer. Aber dafür fehlt das Geld. Falschen. Gwendolyn. So, 120 Dukaten haben wir wieder. Das heißt, wir könnten uns sogar einen Schuppenpanzer leisten, wenn sie denn einen hat. Hat sie aber nicht. Und eine Robe fehlt, glaube ich, auch noch. Mindestens. Also eine hier. Zwei. Drei. Drei Roben fehlen. Die holen wir auch noch ganz fix. Auch wenn Winterkleidung besser wäre, aber die habe ich bisher irgendwie nicht wirklich gesehen. Drei Stück. Kaufen. Quenlen. Oh. Raus. Wir sollten auch Mürrim mal heilen, bevor ich es noch vergesse. Talent anwenden. Krankheiten heilen. Mürrim. Zar sei Dank, Krankheit ist geheilt, 13 Lebenspunkte. Schöne Sache.
oben können wir auch gleich verteilen. Eine für dich. Eine für dich. Und eine für dich. Ist doch gleich ein Ticken wärmer. So, als nächstes geht es zum Krämer. Händlerin. Ist hier der Eingang? Ne, andere Seite. So, wir hätten gerne... Was wollen wir überhaupt hier? Decken und Schlafsäcke hatten wir eigentlich schon. Wasserschläuche hatten wir auch besorgt. Ich guck mal hier unten, müsste das ja eigentlich alles gleichmäßig angeordnet sein. Ja, sieht überall gut aus. Also jeder hat eine Decke, jeder hat einen Schlafsack, jeder hat einen Wasserschlauch. Essen haben wir, die Musikinstrumente haben wir... Dietriche haben wir. Was haben wir noch im Angebot? Kletterhaken? Ne, nicht unbedingt. Längeres Seil wäre ganz schick, aber wiegt viel zu viel. Werkzeug hält sich in Grenzen, das Verlangen, das mitzunehmen. Das wiegt halt alles viel zu viel. Und auch hier sehe ich kein Winterzeug, aber ein Rezeptbuch für Talana. Das ist schon eine gute Sache. Essbesteck brauchen wir nicht. Brechstange. Nee, komm, das passt auch so. Also einmal feilschen bitte. Gwendolyn. Jo. Und das Buch zu Talana bitte. So. Ein leeres Rezeptbuch. Das alte ist ja weg. Schade, schade. So, wir haben jetzt doch noch wieder einigermaßen Dukaten zusammenbekommen. Wir sind bei 112, das heißt, wir können nochmal zur Kräuterhändlerin. Also ja, eigentlich hätten wir erst die Waffen verkaufen sollen, aber wir sind ja absolut nicht mehr in Eile. Und das ist schön so. Unsere Helden genießen das jetzt erstmal, keinen Druck mehr hinter sich zu haben. Also ja, sie sollen immer noch den Salamanderstein finden, aber die Bedrohung davon ist nicht ganz so extrem. Jedenfalls nicht so extrem, wie dass ihre Kameraden im Gefängnis verhungern oder sie selbst irgendwo auf der Straße irgendwelche Krankheiten erliegen. Wir würden gerne kaufen, und zwar davon ein paar. Viele. Ja, okay, nicht ganz so viele. So, 6 Stück davon. Zaubertrank. Ich hätte gerne einen starken Zaubertrank. Und ja, der ist tierisch teuer, aber den sollten wir immer als Reserve haben. Eigentlich davon mindestens 2 bei Talana und bei jeder Elfe auch noch einen. Du bist keine Elfe. Heiltränke nicht, auf keinen Fall. Das ist zu teuer da. Einbeeren. Die bringen so wenig. Aber sie machen 1 bis 6. Und ein Wirselkraut macht immer 10. Das kostet auch fast eine Dukate. Ah, rentiert sich trotzdem. Kauf einfach mal... Sagen wir mal 10 Stück davon. Dann haben wir jetzt noch 9 Dukaten Taschengeld. Ist nicht besonders viel, aber für eine Überfahrt mit der Fähre oder eine Unterkunft in der Herberge müsste es reichen. Quendlen. Und 30%. Ja, schon haben wir wieder ein wenig mehr Taschengeld. Sehr gut. Und damit müssten wir jetzt eigentlich einigermaßen eingedeckt sein. Die Einbeeren können auch ruhig bei Mürren bleiben. Die schieben wir ja eh hin und her. So, haben wir in Tiefhusen noch etwas zu erledigen? Also abgesehen davon, dass wir eigentlich nochmal in die Diebesgilde rein wollten. Die müsste hier irgendwo gewesen sein. Fex-Tempel. Aber da werden wir so nicht reinkommen. Hm? Nee, ist abgeschlossen. Das heißt, wir müssten erstmal wieder den Eingang finden. Und so wirklich motiviert sind unsere Helden dafür ja auch nicht. Also die ganze Geschichte in Lowang und im Sumpf war jetzt schon sehr anstrengend. Und dann wieder in dieses riesige Labyrinth da unten zu wandern, ist nicht unbedingt auf der Prioritätenliste recht weit oben. Also gehen einfach wieder raus hier, wandern ein wenig durch die Landschaft und machen uns dann langsam auf den Weg Richtung Kashok. Da haben wir auch noch ein wenig was zu erledigen. Wollte die Stadt verlassen? Ja, Routenplanung. Der direkteste Weg wäre wohl hier lang zu gehen. Und das müssen wir sogar. Osten. Ja,
So, wenn ich jetzt aber unterwegs irgendwo einen Pfad finde, den wir noch nicht begangen sind, dann nehme ich den. Nordwesten, Süden. Ich glaube, hier war irgendwo einer. Genau, hier kann es aber nach Süden gehen. Eine neue Strecke erkunden. Ist wahrscheinlich nur der Pfad zum Sumpf, aber dann können wir den ja kurz abgehen und danach gleich wieder zurück. Lagerplatz aufsuchen. Mürrim ist vorne, sehr gut. Alte Option. Und Jallen entdeckt keine Kräuter. Also ja, der Umschwung von Talana auf Jallen als Kräutersucherin hat nicht so viel gebracht bisher. Ich hätte schwören können, das lief früher wesentlich besser. Also dass fast jedes Mal irgendetwas gefunden wurde. Aber ja, die Erinnerung mag trügen. Und eine vierblättlige Einbeere. Juhu, 9 Silbertaler. Aber Mürrim erhöht sich schon, das ist ganz gut. Frostschaden müsste jetzt vollkommen geheilt sein. Wir füllen immer wieder schön unsere Flaschen auf. Und warum kriegen wir jetzt eine Meldung, dass wir eine neue Route wählen können? Oh, hier gibt es eine Abzweigung nach Norden, die wir noch nicht kennen. Und es ist sogar ein Gebirge. Sehr gut. Das Geschäppe eurer Rüstung klingt an diesen Steinen, an manchen Stellen dieses enge, dunklen Tal, als beängstigend laut. Manchmal hat es den Anschein, als wäre das Echo hoch, als wäre das Echo noch lauter als der ursprüngliche Ton. Sonst jedoch ist kein Laut zu hören, außer dem leisen Knistern der Berge. Okay, also scheint wohl eine recht unheimliche Gegend zu sein. Ohne Kräuter. Oh, Mürrim regeneriert immer noch Attributspunkte. Die muss ja ganz schön mitgenommen worden sein. Okay, wir können jetzt nach Südosten zurück zur Straße oder nach Norden. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Südosten, das kleine Fitzelchen erkunden und danach können wir immer noch zurück. Es ist immer stiller geworden in den letzten Minuten. Nur das Klirren der Rüstung ist noch zu hören. Ohrenbetäubend laut kommt es euch vor. Das findet der Berg offensichtlich auch, denn plötzlich geht eine Lawine ab. Oh. Ihr könnt alle hinter einem großen Felsen Deckung finden, aber dennoch zieht ihr eine mächtige blaue Flecke zu. Der Weg hinter euch ist von der Lawine versperrt. Aber da wollt ihr ja gar nicht hin. Autsch. Gucken wir mal, ob wir wirklich nicht mehr zurück können. Also ja, wenn wir nicht durch können, können wir einfach für den Weg gehen, den wir am Anfang gegangen sind. Von Südwesten her. Und immer noch keine Kräuter. Der Weg ist euch durch eine riesige Steinlawine versperrt. Wollt ihr umdrehen oder einen Weg freiräumen? Ich denke, eine Lawine freizuräumen würde mehrere Wochen dauern. Da drehen wir doch lieber um. Wir würden gerne wieder nach Südwesten. Jo, nach Norden und dann wieder nach Norden. So. Oh. Vor Mürrim fährt aus heiterem Himmel ein Pfeil in den Bogen. Als ihr eure Waffen zieht und euch umseht, ertönt oberhalb von euch hinter einem Felsblock hervor eine zittrige Stimme. Stehen bleiben oder ihr seid alle tot? Eine zittrige Stimme? Versucht es doch. Und er ist dann wohl weggelaufen. Weil wir können jetzt einen Lagerplatz aufschlagen. Das ist ja skurril gewesen. Wahrscheinlich hat die Not ihn dazu getrieben, hier jemanden zu überfallen. Und als sie den ernst gemacht haben, ist er abgehauen. Trotzdem komisch. Aber na gut, wir finden Trinken, wir finden Essen, wir finden zwei Tanelen. Und werden wohl überfallen.